Wenn ihr noch etwas brauchen solltet, ihr könnt morgen aufbrechen. Nehmt euch aus den Waffenkammern, was ihr braucht. Gladi, Rundschilde, Helme, eure Rüstung, die Lorica Segmentata, römischen Stahl. Ihr bekommt Pferde, falls ihr keine habt, und werdet so schnell wie möglich über Lugdunum aufbrechen nach Oppidum Ubiorum. Das ist ein Befehl. Er kommt aus Rom. Er kommt von den Fabian. Ja, Sayin meldet sich jetzt zum ersten Mal zu Wort. Er hatte bisher nur geschwiegen und einmal schwer geschluckt, also es hieß, es geht zurück nach Germanien. Dieser Spion, können wir mit ihm sprechen? Nun, er ist ein germanischer Händler. Er wird sich oft wohl auf der anderen Seite vom Rhein aufhalten. Vielleicht findet ihr ihn dort oder auf der anderen Seite. Fragt euch herum. Hat er einen Namen? Ich kenne mich mit den germanischen Namen nicht aus. Fragt euch, wie gesagt, dort durch. Und wie wissen wir, dass wir den richtigen haben? Ja, überlegt. Du merkst wohl jetzt auch, wie er neben sich auf dem Stuhl ein verschlossenes Pergament hat. Eine Schriftrolle mit Siegel, die er so ein bisschen hat verborgen und streicht gerade so ein bisschen unwillkürlich darüber. Und dann bemerkt er wohl auch euren eigenen Blick auf diesem Dokument und nimmt dann demonstrativ dieses Schreiben auch auf seinen Schoß. Sieht trotzdem ein bisschen merkwürdig aus, wie er da mit seinen verkrüppelten Beinen sitzt. Vor euch versucht er als Tribun irgendwie Macht auszuüben, während er eben nur sitzen kann und ihr stehen müsst. Es ist so ein Trauerspiel. Davut würde vorsichtig auf ihn zugehen, sich hinknien und demütig, so dass er schon in allen Ehren dort mit seiner Behinderung diese Rolle überreichen könnte. So werde ich mich halt vor ihm hinknien. Unterwürfig. Überreicht er sie oder? Er wartet ziemlich lange. Gibt sie dir dann? Okay, daraufhin würde Davut aufstehen, sich tiefer neigen und diese Rolle an Junius überreichen. Die Schriftrolle ist für den Fall, dass ihr ihn findet. Sie wird erst dann gebrochen und geöffnet. Ein verstehendes Nicken zurück. Und reihe mich dann wieder hinten ein. Der Name des Spions ist Adalwin. Adalwin von Ossenbreck. Das ist wohl dieses Dorf, aus dem er kommt. Fragt einfach nach ihm, wenn ihr am Rhein seid. Könnt ihr uns sein Aussehen ein wenig beschreiben? Hat er ein Bart oder so etwas? Er trägt eine Hose und hat einen Bart, wie alle Barbaren. Ich habe ihn nie gesehen. Was wollt ihr von mir? Fragt einfach nach ihm und ihr werdet ihn finden. Oder aber ihr werdet in den germanischen Wäldern umherfragen müssen. Ich hoffe, sie antworten euch. Solltet euch tatsächlich daran bemühen, euer Germanisch ein bisschen aufzubessern, wenn ihr euch mit den Germanen dort unterhalten wollt. Meinetwegen kommt ihr auch mit Gallisch vorbei. Ich weiß nicht, was sie sprechen. Mit Latein werdet ihr dort nicht vorankommen. Verstehe. Wenn dieser Mann ein Spion ist und so gut, wie man vermutet, dann wird er wohl eher uns finden, wenn wir nach ihm fragen. Meinte Junius mit etwas einem verschmitzten Lächeln. Und das würde ja auch ausreichen. Also gut, keine weiteren Fragen? Dann erfüllt den Willen der Götter. Wie ihr befiehlt, Tribun. Wieder eine tiefe Verneigung. Ja, und jetzt schul, Tribunius. Und jetzt geht bei Junius Titten. Wenn wir raus sind, außer Sicht von ihm, wird ein unterstützendes Schulterklopfen gen Junius kommen. Vielleicht sollten wir uns noch Kleidung entsprechend der Leute dort besorgen, wenn wir ungesehen
dort Sachen herausfinden sollen, ist es vielleicht nicht gut, wenn wir mit der strahlenden Herrlichkeit Roms dort auftreten. Oh, mein guter Davut, du solltest wissen, dass ich keine Hose anziehen werde. Die sind so beengend. Ich habe mein Leben lang sowas nicht tragen müssen. Damit fange ich jetzt nicht an. Davut schmunzelt ein bisschen, nickt dann aber. Den Hosenpart kann ich übernehmen. In der Tat, ich denke, wir werden uns zweierlei besorgen. Wir werden uns Kleidung und Ausrüstung besorgen für den Weg über die römischen Straßen, dass uns niemand behelligt. Und dann, bevor wir in Sichtweite des Rheins kommen, werden wir uns den örtlichen Gegebenheiten anpassen. Mit einem zweiten Satz Kleidung und Rüstung. Wir sollten vielleicht planen, als was wir uns ausgeben. Wir könnten uns vielleicht als Händler ausgeben. Händler ist gut. Und ich als Medikus kann bestimmt meine Dienste anbieten, das sein. Vergesst nicht, dass wir römische Waffen tragen. Das wird doch auch der Barbar erkennen können. Wir könnten alternativ uns auch als Söldner ausgeben und sagen, dass wir in der römischen Armee gedient haben, aber dort nicht mehr arbeiten. Ich glaube, die Barbaren haben mehr als genug römische Waffen zurzeit in ihren Landen. Auch wieder wahr. Wir können sagen, wir sind Händler und wir haben diese römischen Waffen angekauft von irgendwelchen Barbaren, die Plünder gut verkauft haben bei uns. Oder haben sie selber aufgesammelt? Wir lieber, als uns als Deserteure auszugeben, aber ich glaube sogar, das könnte vielleicht effektiver sein. Wir sollten das auf jeden Fall gut durchplanen. Unser Leben könnte davon abhängen. Ja. Glaubt oder nicht? Also spricht denn irgendwer von euch noch Gallisch? Versteht jemand die Barbaren? Ja, einige Brocken habe ich wohl in meinem Leben aufgeschnappt. Aber ob ich mich mit den Galliern unterhalten könnte, glaube ich nicht. Zumindest nicht verständlich. Nun, ich spreche wahrscheinlich genug Gallisch, um irgendwo etwas zu essen zu kaufen. So geht es mir wohl auch. Also ja, ich spreche etwas besser. Ich. Ja, aber. Also. Ja. Also das Gute ist, Gallien ist ja seit grob 50 Jahren kolonialisiert, wenn man so mag. Das heißt, bis zum Rhein kommt ja auch gut mit Latein klar. Mit Gallisch natürlich noch besser, aber im Prinzip sprechen die Leute auch wenige Brocken, Latein, vielleicht auch Händler ein bisschen mehr. Ist ja eben seit 50 Jahren ist es eine Provinz von Rom. Aber auf der anderen Rheinseite, da wo dann eben die Germanen sind, da kommt ihr nur mit wenig Gallisch oder natürlich Germanisch dann weiter. Das Germanische wird eher das Problem werden. Genau. Ja. Ja, während ihr euch da gerade unterhaltet, so ein bisschen vor der Basilika steht, kommt der Decurio Marcus auf euch zu, der so ein bisschen ja die Lager dann hier unterstehen. Junius! Ich hab schon gehört, ihr brecht wieder auf. Ja, in der Tat. Nun, ich hab euch Pferde bereitstellen lassen, hat der Tribun schon gesagt, dass ihr welche brauchen werdet. Für dich nicht, ne? Du hast doch dein Bucephalus, ne? Dein eigenes Pferd? Ja, ich habe mein eigenes Pferd. Ja, gut, alles klar. Ansonsten, ich habe euch viel Proviant beiseite gelegt und einen großen Säckel mit ein bisschen Gold. Und da hat sich der Tribun echt nicht lumpen lassen. Also wenn ihr noch irgendwas unterwegs kaufen müsst, dann könnt ihr das immer noch da tun. Ansonsten, wenn ihr noch in die Waffenkammer mit reinkommen wollt, sagt Bescheid. Ich habe jetzt gerade noch ein bisschen Zeit. Gerne. Ich gehe nachher mit den Jungs wieder würfeln. Kommt ihr mit? Habt ihr exotische Waffen von den Barbaren? Die haben doch nur Knüppel. Kann dir auch einen Stock geben, wenn du willst. Wir haben eine andere Erfahrung gemacht, leider. Speere. Sie haben viele Speere. Ja. Ach, den Ger meint ihr? Ah, ja, stimmt. Deswegen heißen sie auch Germanen.
weil sie diesen komischen Speer führen. Ich hatte gedacht, dass die alle mit Knüppeln, zumindest die Gallier, die kämpfen mit Knüppeln. Trottel. Kein Wunder, dass wir sie damals erobert haben. Naja. Also ich gehe nachher mit den Jungs noch würfeln, dann kommt am besten jetzt nochmal mit. Und dann könnt ihr am besten auch gleich nochmal mitkommen. Gehen wir in die Taverne, trinken nochmal einen guten Wein. Wie kriegt man immer noch den guten Wein, ne? Wenn ihr jetzt aufbrecht, nach Norden habe ich wieder gehört, ne? Ins verfluchte Land, ja. Ja, kann ich euch nicht beneiden. Ich bin ja hier in der 9. Legion relativ glücklich. Gerade als Lagervorsteher. Ja, gut. Kommt wie gesagt mit. Pferde stehen schon da. Satteltaschen habe ich bereit gemacht. Kriegt einen frischen Gladius, frisch vom Schmied. Ich habe gehört, dass Albus, der soll wohl noch beim Aquädukt aushelfen. Der kommt nicht mit. Na, typisch. Ja, und einen Ger habe ich hier nicht. Da müsstet ihr aber dann am Obidium Obiorum müsstet ihr mal vorbei fragen. Ne? Wenn ihr da dran vorbeikommt, die haben sicherlich irgendwelche Speere für euch. Nichtsdestotrotz, ich glaube, uns ist bewusst, dass das ein ziemlich großes Angebot ist, dass wir ausgestattet werden mit Rüstung und Waffen, ne? Also vor allem, weil sie frisch ist, ja. Normalerweise wirst du ja auch in Rom dann, oder je nachdem, wo es dann losgeht, wenn die Legion zusammengestellt wird, aber dass du jetzt auch frische, neue Ausrüstung bekommst und auch einen Säckel mit Geld, auch Pferde. Pferde ist ein ganz großes, naja, Lob. Oder man soll einfach schnell sein. Also ich glaube, du kannst so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Es geht hier nicht darum, dass ihr bequem reist, sondern es geht darum, dass ihr schnell reist. Und dass ihr mit dem Geld dann irgendwelche Probleme aus dem Weg räumen könntet. Wenn ihr irgendjemanden bestechen wollt oder sowas, dann könntet ihr das damit eben tun. Das hat nichts damit zu tun, dass ihr euch irgendwie das gut gehen lassen sollt. Ja, so könnt ihr dann gemeinsam mit Markus hier umherlaufen, euch eure Satteltaschen zusammenstellen lassen, frischer Gladius, geschärft vom Schmied. Und wenn ihr noch irgendwas anderes braucht, was sonst nicht in eurem persönlichen Inventar ist, dann könnt ihr das nochmal sagen. Ja, also ich meine mal so einen anderen. Wenn wir uns als Söldner ausgeben, sind brandneue Waffen gar nicht mal so gut für unsere Hintergrundgeschichte. Das wird wahrscheinlich eine hochgezogene Augenbraue sein, oder? Also, aber wenn wir uns als Waffenhändler ausgeben würden, könnten wir vielleicht nagelneue Waffen verkaufen. Ja, wir werden wir müssen auf jeden Fall unsere Rüstung ein wenig in den Schlamm tauchen, bevor wir ins verfluchte Land gehen. Da habt ihr nicht Unrecht, sonst sehen wir ja aus wie frisch aus Roma. Ja, wir nehmen nicht das beste Material. Wir können es nehmen, aber dann können wir uns einfach als Waffenhändler ausgeben und sagen, wir wollen halt Waffen verkaufen und suchen nach einem Großabnehmer. Wir haben nur ein paar Teststücke dabei zum Vorführen und falls Interesse da ist, können wir viel mehr nachliefern lassen. Dann hätten wir zumindest einen Grund da zu sein, obwohl wir kein Germanisch sprechen und nur wenig Gallisch. Wenn wir halt sagen, wir sind halt Händler und wollen halt einfach eine Handelsbeziehung aufbauen, dann hätten wir da einen Grund und würden halt nicht irgendwie aussehen wie irgendein römisches Spezialkommando. Ich habe eine Idee in die andere Richtung. Wir gehen über den Rhein und sagen, wir wollen die Ausrüstung kaufen, die sie geplündert haben. Oh, das ist sehr gut. Weil da werden wir auch bei denen landen, die uns in den Hinterhalt gestellt haben. Denn sie werden unsere Brüder dort oben geplündert haben. Fabelhafter Vorschlag, Titus. Ich glaube, das machen wir. Wenn ihr nichts dagegen habt, ich würde mich noch mal kurz im Lager umhören, ob irgendjemand zumindest ein bisschen von dieser barbaren Sprache spricht. Vielleicht kann ich mir ein paar Phrasen aufschreiben lassen. Oder sprechen lassen. Und damit würde ich tatsächlich versuchen, im Lager jemanden zu finden, der zumindest ein bisschen Germanisch spricht.
Ja, dann ich überlege gerade, das wäre vielleicht sowas wie Bibliotheksnutzung. Ist es jetzt nicht, hast du auch nicht. Das wäre eher Status Legion, dass du auf deinen Status in der Legion würfelst, um dich da herumzufragen. Ja, hab ich vielleicht mal in dem Lager schon als Medikus gearbeitet? Dann werden mir ein paar Patienten untergekommen sein und ich habe vielleicht einen besseren Überblick als. Das ist auch eine gute Option. Ihr könnt gerne alle mal auf Status Legion würfeln. Und sowohl, ich muss gerade überlegen, Titus gebe ich einen Bonuswürfel, wenn du magst. Und auch Zain gebe ich einen Bonuswürfel. Achso, ich habe jetzt schon gewürfelt. Ja, gar kein Problem. Einfach nochmal. Okay. Ist das bei Fertigkeiten? Genau, das ist bei Fertigkeiten. Müsste Status oder S Legion zu finden sein. Titus hat einen regulären Erfolg. Ich sehe es leider nicht gerade. Also ich habe hier Status 0, aber ich weiß nicht, ob das... habe ich das, bei dir nicht eingetragen? Nee, doch, Status Legion 30 steht bei dir drin. Wo ist das denn ungefähr? Ist das irgendwie unter Sprachen? Unter Staatskunst. Status Legion. Spuren lesen, Staatskunst, Status Legion. Zeugen. Okay, danke, ja. Hast du? Ja, und wie mache ich das jetzt mit dem Bonuswürfel? Genau, da sagst du, du gibst plus einen Bonuswürfel ein. Ich will jetzt erstmal jetzt draufklicken erst. Einmal draufklicken und dann kannst du den Regler auf plus 1 ziehen und dann sagst du würfeln. Ah, okay, ich glaube, ich habe es. Genau, dann würfelst du 2 W100 bzw. 2 Zehnerstellen und du nimmst den besseren. Du hast eine 70 und eine 50 gehabt, nimmst dann die 54 und das reicht trotzdem ja, nicht. Ja, das ist. Ja, okay. Genau, gut, also du hattest tatsächlich mal einen germanisch sprechenden Legionär, der dir untergekommen ist. Allerdings ist der dann gestorben. Das lag wohl nicht an deinem Skalpell, aber die Verletzungen waren einfach so schwerwiegend, dass er diesen Winter jetzt nicht überlebt hat. Das passiert natürlich immer mal wieder, aber dieses Mal lag es dann auch nicht an dir. Du hast in der letzten Zeit hast du tatsächlich sehr wenige sterben lassen. Das war dann wohl ein anderer Chirurgus, der an ihm operiert hat, denn du bist nicht der einzige Medikus hier in diesem Lager. Ja, aber Felix, du kannst dich auch etwas herumfragen und wirst dann wohl auch, gerade wenn du im Tempel vom Jupiter unterwegs bist, wirst du dann auch den ein oder anderen Kontakt zu den Legionären bekommen haben. Vielleicht dann auch jemanden, der es geschafft hat vom Teutoburger Wald dann auch, der sich dann ja bei dir dann auch einen Ablass geholt hat, beziehungsweise ja einfach seine Seele hat wieder versucht zu stabilisieren. Also die geistige Stabilität von euch allen war sehr gebrochen in der Zeit. Und da hat man dann eben gefragt, ob man sich an den Göttern versündigt hat, ob man irgendwelche Opfer bringen kann, ob es eine Taube sein kann oder ob es ein Kaninchen, was auch immer man da opfert, um dann sein Leben den Göttern wieder wertvoll zu erscheinen lassen. Auch wem man opfert, ob es dann Mars ist oder irgendwie anders. Und die sind tatsächlich dabei dann auch zwei Legionäre untergekommen, die in der 17. Legion gedient haben und die es geschafft haben, die dann auch Germanisch sprechen würden. Und Titus, auch du findest weitere Leute, die dir Germanisch beibringen könnten. Dein Weg führt dich dann eher in die Taverne, wo du dann bei einem Wein unter die Leute kommst. Und so sitzt du ja ungefähr eine Stunde später in einer der Tavernen draußen auf einem der Stühle, die aufgebaut worden sind, die Weinbecher kreisen, so Krüge, die ausgeteilt worden sind, aus Tonbechern wird dann getrunken. Die Würfel werden selbstverständlich wie überall in der Legion auch dann hier gewürfelt werden. Und so hast du dir eine Ecke gesucht, wo du dann mit den drei Legionären zusammenkommen könntest. Ihr wollt einfach Germanisch lernen oder wolltet ihr noch andere Sachen herausfinden? Ich möchte ein paar Phrasen nur lernen, weil ich vermute, dass ich zu dumm bin, um richtig Germanisch zu lernen. Mhm. Ich möchte hauptsächlich sowas lernen wie Wörter wie ich Händler, kaufen, Waffen, nicht töten. Das ist so mein Fokus.
Und wenn Sie mir noch sagen könnten, was irgendwelche Götter sind, die ich dann anrufen kann, wenn mich jemand töten möchte. Okay. Tür, beschützt mich. Ja, es sind ja keine richtigen Germanen, aber es sind wohl Gallier, die dann eben auch, wie gesagt, seit langer Zeit als Provinz dann auch schon ihren eigenen Felddienst versehen. Du selber bist ja auch Südgallier, genau, und die kommen dann eher aus dem Norden, sodass die dann eben auch ein bisschen mehr Germanisch sprechen. Und die könnt ihr berichten, dass sie wohl keine richtigen Götter haben, sondern an Naturgeister glauben. Das sind dann so Lichtungen im Wald, wo dann irgendwelche Steine stehen, wo sie an Naturgötter beten. In Hispania ist das ein bisschen ähnlich. Du weißt, das Quintogenos, der Bogenschütze, der glaubt auch an so einen Unsinn. Das sind dann Davut auch. Davut glaubt dann an Steine und an irgendwelche Felsbrocken. Ne? Er redet dann von Karpaten, von irgendwelchen Wölfen, die dann mit dem Mond heulen und dann kann man in den Wolfslauten kann man dann hören. Und also Davut ist sowieso ein bisschen merkwürdig mit den Göttern, aber die Germanen wohl auch, ja. Das sind nicht richtige Götter, sondern Naturgeister. Ja, Titus würde sich so Notizen machen und mal versuchen, das auszusprechen. Er macht das eher schlechter als recht und schaut die anderen dann an und merkt vermutlich auch, wenn er erzählt, wir gehen wieder rüber, dass keiner wirklich mitkommen möchte. Nee. Also du kannst den Schock in den Augen sehen. Alleine die Tatsache, dass ihr wieder rüber kommandiert werdet und dann auch gleichzeitig die Erleichterung. Es sind zwar auch Überlebende, aber ja, allein, dass die nicht mitgeschickt werden, sondern nur ihr. Man bedauert natürlich, also man ist froh, dass du unter Junius dienst als Dekurio, aber vermutlich ist das eben auch der Fluch. Ne? Wegen Junius musst du jetzt wieder rüber, weil er sich wieder nicht benommen hat. Ein Fluch und ein Segen. Junius Rusticus. Ja, ich möchte dann nochmal tiefer ins Glas schauen, wenn ich darüber nachdenke. Ja, der Wein hier ist tatsächlich sehr gut. Es ist eine Handelsware, die dann tatsächlich sogar bis nach Rom transportiert wird, ne? Neben vielen anderen Sachen wie Marmor, Zinn, Gold ist Wein oder auch Olivenöl ist hier ein ganz großer Renner. Und so kannst du dir dann auch dein Brot mit Olivenöl bestreichen, noch eine Tomate drauflegen, reinbeißen und dann noch das letzte Mal Zivilisation genießen. Denn selbst Gallien ist ja schon wieder sehr barbarisch. Gut, also ich meine, du kommst ja selber aus Gallien, aber dieser Luxus, den du jetzt in Rom kennengelernt hast oder auch in Spanien, weil die Provinz an diesem Hafen einfach wesentlich besser ist, ne? Tarraco, es ist schon angenehmes Leben. Man ist als Neurömer natürlich auch stolz. Richtig, du bist ja auch echter Römer, ne? Auch gerade mit diesen blonden Haaren. Da ähnelst du den Göttern ja auch schon sehr. Selbst die Frauen in Rom schmieren sich dann Kacke von den Tauben in die Haare, damit dann ihre Haare so bleich aussehen wie deine. Also schon sehr edles Aussehen. Letztendlich sitzen wir ja aber gerade an der Quelle von diesen guten Gütern. Und wenn wir dieses Händlerding wirklich ausspielen sollten, ist es vielleicht eine Überlegung wert, ob wir dann nicht ein bisschen mitnehmen davon. Ja, ist auf alle Fälle möglich. So. Ja, klar. Wenn ihr das machen wollt. Idee. Und wir sollten vielleicht uns mit ein paar Händlern unterhalten, wie man grundsätzlich vorgeht, ja, wenn man eine Handelsreise nimmt. Ich hätte noch eine Frage allgemein an die Gruppe. Ja. Und zwar, nachdem wir als Überlebende zurückgekehrt sind, hätte sich Felix natürlich mit mehreren Mitgliedern zusammengesetzt und auch eben jene Dienste angeboten, die dem einen Legionär, der ihm jetzt Germanisch beibringt, näher gebracht hat. Hätte irgendeiner der anwesenden Spieler als Charakter diesen Wunsch ausgeschlagen? Oder keine Gespräche mit Felix geführt, die ihm irgendwie weitergeholfen hätten. Nochmal, was? Welchen Wunsch ausgeschlagen? Hätte irgendwer Felix nicht die Beichte ablegen wollen, nach den trübseligen Ereignissen der Schlacht? Also da wird mit ihm darüber geredet haben. Beichte weiß ich nicht. Also was du bei Davut gemerkt hast, Die römischen Götter akzeptiert er wohl, aber legt jetzt auch nicht großen Wert drauf, was
ihr schon irgendwie mal beobachtet habt, wenn er irgendwie in den Wald reingeht oder so, dass er dann so kleine Dankopferchen und sowas am Rand ablegt. Eine Art Stoßgebet oder sowas, irgendwas murmelt. Was er da macht, habt ihr auch nie so genau mitbekommen, aber das scheint mehr so sein Ding zu sein. Aber er wird sich da nicht irgendwie geweigert haben, er wird sich dir anvertraut haben. Generell scheint er auch sehr einfühlsam zu sein, wenn man mal mit ihm spricht. Nach außen sieht er halt aus wie so ein rauer nordischer Brocken quasi. Aber nö, gesträubt wird er sich nicht haben. Ja, Zain wird tatsächlich erstmal dich da etwas mehr ausgefragt haben, was die Vorteile dieser Beichte sind und dann vielleicht noch versucht haben, irgendeine kleine philosophische Diskussion darüber anzuregen, wie sinnvoll das ist und wie das so ist im Vergleich zu anderen Göttern, aber er wird dann auf jeden Fall diese Beichte auch gemacht haben, ob er irgendwelche Sachen weggelassen hat, weißt du nicht. Bis zu den Ereignissen im Teutoburger Wald ist Junius zur Beichte gegangen, danach kein einziges Mal. Wie sieht es mit Titus aus? Du hast zumindest, ich nehme an, dass du ein sehr erfahrener Priester bist, den Eindruck, dass Titus dir ein bisschen erzählt, was du hören willst. Also er öffnet sich dir nicht, sondern er erzählt offensichtlich, es fühlt sich sogar ein bisschen so an, als würde er das erzählen, was die anderen dir schon erzählt haben. Als hätte er sich ins Weinhaus gesetzt, sich ein paar Geschichten angehört und gibt dir diese jetzt wieder. Verstehe. Jeder einzelne von euch, der dann mit Felix gesprochen hat, wird die Erfahrung gemacht haben, dass er immer mit seiner Katze auf den Schoß euch begierig und mit freundlichem Blick und verständnisvollen Blick zuschaut und zuhört und die Katze auf seinen Schoß euch ebenfalls fast zu hören zu scheinen. Zumindest lässt sie euch nicht aus dem Blick, während ihr redet.